ein Segen für seine Eltern, ebenso wie für den Erbauer. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Ich hoffe, ihr seid alle sehr gelehrsame Kinder und lernt viel über Dragon Age. Wir haben in der letzten Folge die Einladung zum Eisernen Bullen erhalten. Ich liebe diesen Namen tatsächlich irgendwie sehr. Bin schon sehr gespannt, wer da dahinter steckt. Und wir können auch noch mit Blackwall in den Hinterlanden reden, der ein ehemaliger grauer Wächter sein soll. Ich weiß, graue Wächter haben in Origins schon mal eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ich habe nicht mehr ganz auf dem Schirm, was sie genau waren. Sie haben wohl gegen die Verdammnis gekämpft. Und ich glaube einfach... Quatsch mir doch nicht ständig dazwischen, Frau. Ich glaube, ich will zuerst zu Blackwall. Einfach um zu sehen, was es nochmal mit den grauen Wächtern auf sich hatte. Außerdem können wir wohl am Kartentisch Inquisitionsboni erstmal einsetzen. Jetzt quatschten die mir dazwischen. Und ein paar Quests noch abschließen. Okay, das ist alles andere noch. Nicht verfügbar? Ich dachte, Haken wäre das, was wir schon haben. Ich kann auch gar keinen neuen Boni einsetzen, aber Lord Berrant ist, glaube ich, neu. Lord Berrant von Ferelden hat nicht nur sein Schwert, sondern auch die Schwerter seiner Truppen in den Dienst der Inquisition gestellt. Diese neuen Soldaten verstärken die Streitmacht der Inquisition. Verkürzt die Zeit, die Kallen für die Durchführung eines Einsatzes benötigt, um 5%. Arkanes Wissen haben wir alles noch nicht freigeschaltet. Wir hatten doch Dinge freigeschaltet. Bin verwirrt. Oder gilt das Freigeschalten denn immer nur für den aktuellen Auftrag? Oder sind einfach nur Schlösser, weil wir aktuell keine Inquisitionsboni einsetzen können? Egal, wir konnten auch ein paar Aufträge abschließen. Ich muss nur gerade schauen, wo das war. Scherben untersuchen. Die Scherben, die der Herold Andrastus gefunden hat, sind mit nichts zu vergleichen, das ich bis dato gesehen habe. Ob schon die antiken Ursprungs sind, wurden bis heute nicht viele von ihnen geborgen. Offenbar hat die Bresche die alte Magie gestört, die sie von neugierigen Augen geschützt hatte. Ich habe von einer Schriftrolle gehört, in der die Scherben Erwähnung finden. Sie gehörte einst dem Turm des Zirkels in Markham. Nach dem Fall des Zirkels hat die Sorrel-Familie allerdings viele seiner Schätze als Kompensation für die Spenden einbehalten, die sie geleistet hatte, nachdem ihr magiebegabter Sohn in den Turm gebracht worden war. Nun möchte die Familie die Schriftrolle und alles andere im Rahmen einer privaten Auktion versteigern. Josephine, falls diese alte Magie mit der Bresche verknüpft ist oder uns einen Vorteil gegen sie verschaffen kann, müssen wir es wissen. Könnt ihr uns in diese Auktion einschleusen? Und da können wir dann Sachen benutzen wie Beziehungen, Geheimnisse. Geheimnisse können wir gar nicht... Haben wir zumindest wohl die Fähigkeit noch nicht freigeschaltet, genauso wie bei Truppen. Einige geschickt gestreute Gerüchte müssten einen Bieterkrieg auf andere Gegenstände auslösen. Und uns bliebe die Schriftrolle. Ja, okay. Do it. Aufklärungsbericht. Die Scherben untersuchen. Schwester Liliana, dank unserer Frau Botschafterin konnte ich die Schriftrolle untersuchen. Der Verweis ist vage, impliziert aber eine Verbindung zu einem vermutlich elfischen Tempel. Ich habe diese Spur verfolgt und glaube, in einer Oase in den Westgraden einen entsprechenden Tempel gefunden zu haben. Was sich in diesem Tempel verbirgt, vermag ich jedoch nicht zu sagen. Die Berichte über diesen Ort sind lückenhaft, da einige Seiten zu fehlen scheinen. Ich muss erst eine...
verlässliche Quelle finden. Vielleicht können mir unsere Soldaten dabei behilflich sein. Der Zauberer Renault. Ich dachte, wir hätten... Ich dachte, wir müssen das nur annehmen. Nicht, dass wir da hinreisen. Ich wollte doch eigentlich zu Blackwall. Ja, komm, hau rein. Ich möchte mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden für vorne. Und Rarick ist mir lieber als Thera, wenn ich mal ehrlich sein soll. Cassandra, Rarick und meinetwegen Lady Vivienne einfach mal mitnehmen. Als Ersatz für Solas. Einfach gucken, was sie kann. Bestätigen. Ich kann mir Lady Vivienne so schwer im Kampf vorstellen. Das sah irgendwie sehr amüsant aus, das Bild. Schön. Okay, es lädt sehr lang. Wollt ihr zur Oase? Sie ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie und der Tempel liegen tiefer in der Wüste. Bist du eine Zwergin? Du siehst ja süß aus. Erzählt mir von dem Tempel. Konntet ihr mehr über den Tempel in Erfahrung bringen? Ganz ehrlich, mir gefällt die Atmosphäre dort nicht. Und so geht es allen. Wieso? Keine Ahnung. Das ist nur so ein Gefühl. Sonst noch etwas? Sollte ich sonst noch etwas wissen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Eine Bergbaugesellschaft aus Val-Formar hat hier mal geschürft. Aber als sich die Verhältnisse änderten, hat sie ihre Zelte abgebrochen. Seltsamerweise haben sie den Tempel auf keiner ihrer Karten markiert. Sie wollten wohl nicht, dass jemand diesen Tempel findet. Wahrscheinlich ist es ein verfluchter Tempel. Mit denen kennen wir uns ja schon so ein bisschen aus. Aus Tomb Raider. Es gibt Neuigkeiten. So, die kann ich von dir denn herstellen. Auffüllen, X. Okay. Ja, okay. Wir sollten alle ein bisschen davon mitnehmen. Oh. Ah, du hast noch keine Regenerationstränke, weil ich dich noch nicht so viel dabei hatte. Und Sera? Sera sollte ja auch gar nicht dabei sein. Also ich habe Cassandra, ich habe Mia. Rarick soll ich davon noch welche geben. So, es ist leider nicht dabei, kriegst trotzdem welche. Vivienne, du bekommst einen Lyrium-Trank. Erhöht die Magie. Ja, komm. Mehr Magie einsetzen scheint für dich doch auch relativ wichtig. Wie siehst du denn aus? Alter Schwede. Okay, es sieht schon sehr schick aus, was du da trägst. Quest abgeschlossen. Schon Scherbensammler? Jetzt schon? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. So, wir speichern kurz. Was? Ah, okay. Ich habe so viele Spielstände. Fangen wir unten an, den zu überspeichern. Und nehmen die Quest an, die sie für uns hat, offenbar. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Was könnte nützlich sein? Sammle Metall, Schlangenstein und Dragonschimmer. Gibt's die nur hier? Okularum? Das ist ein Fragezeichen. Und wir haben hier zumindest mal aber auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Das sind alles Risse. Und die Aufgabe habe ich schon erfüllt. Nee, findet die... Der Tempel des Stolzes findet die Tür nach Solasan. Dann gehen wir doch zuerst zu dem Fragezeichen.
Und dann zum nächsten Camp. Und dann zur Tür. Ich find's cool, dass die Gegend hier so ganz anders aussieht. Als in den Hinterlanden zum Beispiel. Was ist denn das für eine Statue? Wir beanspruchen dich jetzt erstmal. Das Gewicht des Krieges. Skizzen der Statue aus verschiedenen Blickwinkeln füllen mehrere Seiten des Tagebuchs. Okay. Das Gewicht des Krieges. Bin sehr gespannt, was uns in dem Tempel erwartet. Garantiert. Ist er verflucht und wir müssen dagegen irgendwelche Dämonen kämpfen. Ein Laufsteg, gebaut von der Envers Bergbaugesellschaft. In einer Planke sind ein paar Worte geschnitzt, die kaum noch leserlich sind. Verbringe deine Zeit mit einem weiteren Tag. Immer dasselbe, aber der Lohn macht dich reicher mit einem Schlag. Ja, ich kann es trotzdem nicht. Ich könnte keine Arbeit ausführen, die mich nicht voll ausfüllt. Ich weiß nicht. Ich hatte ja schon viele Jobs. Aber wo mein Herzblut nicht drin steckt, da bleibe ich dann halt irgendwie auch nicht lang. Weil ich es echt unangenehm fände. Ich muss schon mit ganzem Herzen bei einer Sache sein, um sie wirklich langfristig auszuführen. Nur das Geld reicht mir dann halt auch nicht, um glücklich zu sein. Hier gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Oh, da hinten wieder die Wasserfälle. Wie schön ist denn das alles? Wenn sogar diese Steine sehen mega cool aus, diese Klippen. Plündern. Also einfach mal alle Pflanzen mitnehmen. Können wir garantiert gebrauchen. Kommen wir hier irgendwo hin, wenn ich hochspringe? Jetzt mal Entdeckungsreise machen. Okay, aber hier hinten ist nichts. Dann ist auch nichts. Dann folgen wir doch einfach mal dem Weg. Der Wind muss hier ganz schön heftig sein, wenn er solche Geräusche macht. Envers Bergbaulager. Und der Stein, von dem wir ein paar sammeln sollen. Ich finde es auch cool, dass sie je nach Region andere Steine und Kräuter zu finden sind. Okay. Wieso erinnert mich das gerade an Amnesia? Wo man von der Wüste einfach in so ein Loch steigt. Wo man kaum was sieht. Über rein in die Gebärkanäle. Ich weiß auch nicht, ob das so intelligent ist, hier einfach so reinzuklettern. Spiralmine. Wir sind uns einig, dass der Vorfall letzte Woche in der Spiralmine ein unglücklicher Unfall war. Eine Beileidsbekundung sowie ausstehender Lohn wird an die Dots Frau geschickt. Offizielle Mitteilung durch den Minenaufseher, Name unleserlich. Garantiert war das kein Unglück. Okay. Laden wir doch mal auf. Ich frage mich, warum ich noch manchmal so Magieflammen erzeugen kann. Ah, aber diese Runen kennen wir aus der anderen elfischen Ruine. Das heißt doch wahrscheinlich, wir nähern uns dem Tempel. Nachricht eines Abtrünnigen. Die Schriftzeichen sind einfach, aber ihre Bedeutung ist klar verständlich. Sie stellten keine Fragen und damit kam ich davon. Ich halte den Kopf gesenkt und arbeite wie die anderen. Der Zirkel wird so weit entfernt nicht jagen. Am Anfang habe ich die Entscheidung bedauert, aber sie alle spüren den Schrecken vor der Tür. Ich steche nichts heraus.
Nur ein Bruder oder eine Schwester würde diese Worte erkennen. Falls ihr hierher gefunden habt, so wie ich, dann seid ihr nicht allein. Falls ihr einen Verbündeten braucht, wenn dieser Vertrag abläuft, kommt zu mir. Für einen Augenblick sind Schritte vernehmbar, als würde jemand rennen. Und verstummen sie, was? Ich würde sagen, ich bin eine Schwester und ich kann dir das lesen und ich würde jetzt gern mit dir zusammenarbeiten. So, es wird ein bisschen horrorig, habe ich das Gefühl. Ab in die dunkle Mine. Mal ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Sagte sie und fiel. Das war das beste Vorsichtig, das ich je gesehen habe. Ah, großartig. Interessant. Das könnte sich als nützlich erweisen. Was denn, Vivian? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich sie nur Vivian nenne. Ich meine, wir sind jetzt ein Team, kämpfen zusammen. Da ist kein Blatt für Family. Förmlichkeiten. Haben wir keinen Platz. Natürlich sind die Riesenspinnen. Was sonst soll in so einer Grube sein? Wenn nicht Riesenspinnen. Okay, aber es wird wieder hell. Da bin ich doch schon mal erleichtert. Bin ich denn jetzt noch auf dem... süßes Tierchen. Bin ich denn noch auf dem richtigen Weg? Und wie kommt hier plötzlich so eine Oase hin? Ach, ja, wahrscheinlich ist es halt einfach eine Oase. Wie von der auch die Kundschafterin gesprochen hat. Wie cool ist und abwechslungsreich ist denn... Alter, wie hübsch ist das? Wie cool und abwechslungsreich ist das denn alles hier mit der Umgebung? So ein schönes Spiel einfach. Wunderschön. Dieser Ort versprüht einen gewissen natürlichen Charme. Wenn auch nur wenig. Wenig? Ach ja, und übrigens danke für die Aufklärung. Also Lady Vivienne ist wohl nur den Zirkel. Das heißt, sie ist auch dafür, dass die Magier eher eingesperrt bleiben und ihre Magie praktisch nur für die Menschen, für die Bewohner halt des Landes eingesetzt werden, aber halt unter Aufsicht der Kirche. Macht sie jetzt nicht unbedingt sympathisch? Wenn sie will, dass sie mehr Magier eingesperrt werden, nur weil sie magisch sind? Aber mal sehen. Vielleicht hat sie ja so ihre Gründe dafür, dass sie das für besser hält. Das eigentliche Becken. Im Zentrum der Duft von Wasser. Der leise Ruf eines Tusket, der hindurch wartet. Man vergisst fast, dass außerhalb der Oase nichts ist. Ausschnitt aus einem Brief an Manon Dulac in Verchiel von ihrem Bruder Leon. Na, oh, die Tierchen sind voll süß. Die sehen so ein bisschen aus wie Nilpferde. Oder Nashörner? Nas von Nilpferde. Oh, ich möchte dich knuddeln und ganz so lieb haben und in die Wangen knuffen und auf die reiten. Reittiere werden die bestimmt voll cool. Stell dir vor, du bist so ein Zwerg und sitzt auf so einem Tier. Wir haben viele verschiedene Durchgänge. Und das hier haben wir ja jetzt wahrscheinlich schon beansprucht. Das ist das, was wir gerade hatten, oder ist das was Neues? Na, hallo. Man stellt euch Rarik vor, wie er auf so einem Tier reitet. Göttlicher Anblick, oder nicht? Hallo. Plündern wir mal. Viridium. Oh ja. Viridium war auch irgendwas sehr Wichtiges, was ich schon wieder vergessen habe. War Viridium nicht irgendwas, womit man Magie ausüben konnte? Wenn ich vergesse, was ich gesagt habe.
Ja, Leichen vor einer Kiste. Garantiert keine Warnung davor, dass man sie nicht öffnen sollte. Wir speichern mal. Ja, es ist wieder dieses. Irgendwas davon. Irgendeins. Nicht das letzte. Jetzt geschieht nichts. Warum? Verbesserter Gürtel der Kälteresistenz. Mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Ich meine, wir haben noch keinen Gürtel. Wir könnten aber auch den verbesserten Gürtel der Gesundheit anziehen. Du hast auch noch keinen Gürtel, wenn ich das richtig sehe. Nur die blauen Sachen sind hier ausgerüstet. Nee, manche Sachen sind hier auch grau. Gürtel der Gesundheit, Gürtel der Magieabwehr, Gürtel der Barrieredurchdringung. Bonus auf Barriereschaden. Zusätzliche Sprengfeuer. Ich darf jetzt nicht vergessen natürlich, dass ich Solis zurückgelassen habe. Der uns ja immer geheilt hat und der uns wiederbeleben konnte, also. Sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Gürtel der Magieabwehr, Gürtel der Gesundheit. Noch einen Ring könntest du tragen und eine Kette. Keine Ahnung, was das Zeichen des Leitwolfs eigentlich macht. Plus 2% Trennung bei Treffer. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich mag ihr Look. Ja, Look, genau. Ihr Kleid wollte ich zuerst sagen, dann wurde daraus ihr Look. Weil es halt kein Kleid ist. Es ist ja so eine Kombi aus Hose und Oberteil. Naja, ich speichere zu viel. Ist mir egal, besser zu viel speichern als zu wenig. So, wäre ein Eingang in die Grotte. Aber nichts. Hier wird noch so ein Scherbending sein, wo man besser Scherben finden kann. Eigentlich wollte ich das nächste Zeltlager finden. Was sind das für Geräusche? Das klingt nach kleinen, bösartigen Gnomen. Sieht tödlich aus. Was war das? Dich kann ich gar nicht umlegen. Hier könnte man zurückkommen. Was ihr nicht sagt. Warum versteckt ihr euch nicht mit der Kaiserin in Halamshiral? Großherzog Gesport hat die Stadt abgeriegelt, als ich wichtige Angelegenheiten des Zirkels zu regeln hatte. Na, da hattet ihr ja noch mal Glück. Ich mache immer die falsche Attacke. Der Zirkel ist zerschlagen, das Reich versinkt im Krieg und die Göttliche ist tot. Nur ein Schwachkopf würde das als Glück bezeichnen. Schön, wie sie einfach weiter ganz normal quatschen, während wir hier kämpfen. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist.
Meint auch so. Nimmeriss, Cassandra. Ich weiß nicht, ob ich beim Feuerelementer Feuerschaden machen kann. Ja, ist irgendwie, hätte ich mir auch denken können. Ich brenne. Aber warum war das jetzt einfacher als der eine Riss in den Hinterlanden? Was ja eigentlich das erste Gebiet war, in dem wir sein sollten. Das finde ich so ein bisschen sehr faszinierend. Ich meine, die Bresche... Oh, nee, der Riss, den wir nur schließen konnten mit dem... Bison? In dem wir das ausgenutzt haben. Da waren ja ständig nur Totenkopfgegner. Die Bresche war schwerer zu der Riss war schwerer zu schließen als der hier jetzt gerade. Seltsamerweise. Ich meine, das andere war ja das Stadtgebiet. Hier sind wir ja in einem weiter fortgeschrittenen Gebiet eigentlich. Na, no, Schweinshäschen, auch hier. Okay, wir dringen immer weiter vor. Ich weiß nicht wohin. Aber wir machen Fortschritte dabei. Danke für das Gold, das brauchst du ja nicht mehr. Wenn ihr möchtet, kann ich das übernehmen. Ja, Cassandra schlägt hier einfach mal die Tür auf. Gut, dass du nicht mich getroffen hast, aus Versehen. Wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder im Garten, okay. Einmal im Kreis gelaufen. Das ist ja interessant. Wobei, wir sind jetzt ganz unten. Das waren wir eben auch. Wir waren nur nicht hier auf der Seite. An der Kreuzung, sondern auf der anderen Seite. Das wirkt alles so ein bisschen labyrinthisch. Das ist aber das, wo wir schon waren, ne? Kein neues Lager, sondern das alte. Ja, wir sind wieder beim alten Lager. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Das ist ja super. Der Oase war eigentlich das andere. Oh Gott, okay. Na, und der Eingang war auch in der Oase. Wir sind nur falsch abgebogen. Schade. Wir kommen ja wahrscheinlich einfach wieder runter. Und können dann in die Oase hoffentlich einfach rein. Über den unteren Weg direkt.
Es ist schon ein ziemlich weitläufiges Gebiet. Ein sehr labyrinthartiges Gebiet. Was greift uns hier an? Wir laufen wieder falsch. Ach, Mann. Ach, da war ein Riss, den hatte ich gehört. Das ist ja schon wieder ein anderer Part. Ich muss ja gestehen, dass mich diese Gegend hier durchaus verwirrt. Oh, hallo Riss. Ja, nun. Na, die Riss hier scheinen aber schon irgendwie easy zu schließen zu sein. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Da ist mir die Festplatte tatsächlich vollgelaufen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, wir haben nur den Weg weiter gesucht. Wir sind nur ein bisschen herumgeirrt und sind dann da, wo wir den Riss geschlossen hatten beim letzten Mal, über einen anderen Tunnel hierher geraten, wo der Eingang tatsächlich ist, den wir gesucht haben. Zu der Ruine, die wir dann mit 6 dieser Scherben geöffnet haben. Und weiter sind wir noch nicht. Und ich habe festgestellt, dass Lady Vivian tatsächlich so vom Charakterbogen her einfach wie Soulless ist. Und naja, es wahrscheinlich dann einfach nur nach Empathie geht, welche von denen man am liebsten mitnimmt. Weil sie hat halt genau dieselben Sachen wie ich und wie Soulless und es macht halt keinen Sinn, ansonsten sich sie mitzunehmen anstatt Soulless, außer man mag sie halt lieber. So, und wir haben alle kein gutes Gefühl bei dieser Ruine, die wir nun gemeinsam zum Glück betreten werden. Zum Glück ist es mir noch aufgefallen, bevor wir die Ruine betreten. Und ja. Das ungute Gefühl am Eingang. Habe ich hier nicht. Ein Zauber, um Leute fernzuhalten vielleicht. Was? Ja, okay, dann werden sie doch trotzdem den Grund dafür gehabt haben, warum es sie jemanden fernhalten wollten. Und warum sind da so viele Aufgaben plötzlich aufgetaucht? Ich habe hier wiederum ein sehr ungutes Gefühl. Mit dieser Elfenruine. Und ich habe das Bedürfnis, gleich Kistenrätsel mit Lara zu lösen. Ja, ich muss erst eine Fackel finden. Erst eine Fackel aktivieren. Was auch immer ich da aktiviert habe. Wir brauchen mehr Scherben. Okay. Also das hier ist praktisch so ein Ort, wo ich im Laufe des Spiels noch häufiger hinkommen muss mit mehr Scherben, um alle Türen zu öffnen. Darum sind da so viele Ausrufezeichen. Und vielleicht gibt es hier auch einen riesen Schatz. Und deswegen wollten die Leute nicht, dass jemand hierher kommt. Uralte Schrift. Die Bedeutung der fließenden uralten Schrift ist zunächst unklar. Wird dann aber langsam klar. Möge der Pfad den Gefallenen gewähren, den du dir verdient hast. Okay, es gibt Schätze zu holen für die Scherben. Okay, das gibt mir zumindest einen Grund, tatsächlich doch Scherben zu sammeln.
Ganz kurz tauchen knieende, meditierende Personen auf. Sie sind von hellem Licht umgeben. Dann verblasst das Bild. Okay, wir müssen also wann anders wieder hierher. Wenn wir mehr Scherben haben. Das klingt doch gut eigentlich. Was ich hier aktiviert habe, weiß ich nicht. Öffne die Tür. Ja, geht nicht. Nicht ohne Scherben. Gut. Dann weiß ich ja, was zu tun ist. Dann haben wir hier erstmal nichts mehr zu erledigen in der Gegend. Und wir könnten hier noch den kleinen Nebengang auschecken. Mal sehen, wohin der führt. Häschen, Schweinehäschen. Und eine Mosaiktafel erhalten, das ist doch schon mal cool. Hier kann Cassandra durch. Mit roher Gewalt. Und einem geschickten Tritt. Und wo es hier oben hingeht, weiß ich nicht. Aber wenn hier unten nur Cassandra durch kann, dann haben wir hier vielleicht was Wichtiges, was Kostbares. Zumindest mal eine Truhe. Mit einem Harnisch und einem Messer. Und es ist ein Shortcut, offenbar einfach. Das war sehr knapp, Vivian. Du hättest fast einfach einen vollen Latz bekommen. Gesammelte Scherben 2 von 6. Wir brauchen also wirklich sehr viele Scherben für diese Ruine. Also 3x6 Scherben. 18 Scherben, um da weiterzukommen. Was macht ihr denn für süße Geräusche? No. Deine Zuckermäulchen. Also diese Toten, die hier immer wieder so sitzen, als hätte man ihnen einfach nur das Leben ausgesaugt, könnten halt so genau auch einfach aus Dark Souls oder so stammen. Solasan entdeckt. Was ist denn hier jetzt passiert? Irgendein Spinnchen hat uns angegriffen. Hatte aber nichts für uns. Hier haben wir noch Schlangenschweine, die brauchen wir für die andere Quest, die wir jetzt abschließen können. Wir sind in Solasan. Und wir haben hier noch so einen Totenkopf, der uns weitere Scherben zeigt. Dort. Eine. Zwei. Die liegen halt wirklich überall hier in diesem Labyrinth verstreut. Versuch's einfach mal mit einem Plan, den ganzen Bereich abzuscannen. Aber irgendwie ist mir gerade die dritte Scherbe entgangen. Trotz planvollem Vorgehen. Ah, da bist du.
eine weitere Statue. Dieselbe von vorhin, wollen beziehungsweise eine gleiche. Dieser Ort eignet sich ideal für einen Überfall. Gib mir nicht ständig irgendwelche ungefragten Tipps, Frau. Sonst bist du ganz schnell wieder weg. Nicht du bist hier die Anführerin. Oh, was ist das da hinten? Für eine Ruine. Sieht halt auch aus wie so ein Zugang. Stratos. Wie viele Ruinen gibt's denn hier? Das ist ja insane. Oh, Eisen oder zumindest Steine. Schlangensteine. Aus denen kann man sich auch super Rüstung machen. Gegner. Die Spinnen. Die aber nicht wirklich eine Chance gegen uns haben. Eklige Krabbelviecher. Weitere eklige Krabbelviecher. Cassandra, die auch noch Feuer speien, okay. Krabbelviecher, die Gift und Feuer speien. Von allen Seiten bekomme ich es gerade ziemlich hart. Uff, okay, die Masse macht vielleicht gerade irgendwie aus. Dammit! Ich kämpfe so selten mit denen, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, was so ihre Attacken eigentlich sind, was sie so können. Wir verbrauchen sehr viele Tränke für diesen dämlichen Spinnen. Okay, Varric. Oh Gott. Was passiert hier? Hey, wir sind tot. Hey, können wir fliehen? Gut, ich glaube, wir haben gespeichert irgendwo. Irgendwo hier davor haben wir, glaube ich, mal gespeichert. Sie überwältigen mich. Ja, nee. Vergessen wir das einfach mal. Klassiker, die Spinnen werden echt kein Problem, aber in der Menge sind sie es dann doch. Oh, und wurde toll gespeichert hier, direkt, als die hier reingegangen sind. Thank you.
Alter, was passierte da gerade? Hilf Vivien! Hä? Ich ziehe mich zurück! Warum? Wo kommt denn jetzt her, dass alle sterben? So plötzlich. Lief doch alles noch gut. Oder sind einfach zu viele? Ich glaube, ich muss einen früheren Spielstand tatsächlich laden, weil die halt direkt in dieser komischen Spinnenhöhle gespeichert haben. Och nee. Über dem ich muss nicht so viel nachholen. Wir müssen das ja alles nochmal neu machen. Habe ich hier nicht. Das ist ja super. Ein Zauber, um Leute fernzuhalten, vielleicht. Gut, das dürfte nicht so lange dauern, weil wir wissen ja jetzt, wir aktivieren das und können dann trotzdem nicht da rein, weil wir nicht genug Scherben haben. Wir brauchen mehr Scherben. Jetzt muss ich den Weg wiederfinden. Nee, da fehlt sogar noch was. Die Inschrift an der Wand, glaube ich, wäre noch wichtig zu holen. Ist das lästig mit den Spinnen und auch doof, dass es sich jetzt halt genau da gespeichert hat. In der Höhle. Damit habe ich jetzt natürlich gar nicht gerechnet. Aber vielleicht sollten wir dann da auch noch gar nicht hingehen. Och nee, jetzt müssen wir auch den Totenschädel nochmal neu justieren. Boah, ich würde mal sagen, das werde ich dann wohl in der nächsten Folge machen. Beziehungsweise nicht in der nächsten Folge, sondern bis zur nächsten Folge machen. Und wir beenden die Folge für heute hier. Beim nächsten Mal gucken wir dann auch nach Blackwall in den Hinterlanden. Die Quest hier hat mich jetzt gerade so interessiert und ich wollte unbedingt wissen, was es mit diesen Scherben auf sich hat und mit den Ruinen. Offenbar bekommen wir ja eine große Belohnung, wenn wir genug sammeln. Gut zu wissen. Und ja, ich glaube, beim nächsten Mal machen wir mit Blackwall weiter. Und wir erkunden den Rest dieses Gebiets dann, wenn wir genug Scherben haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye.